was wir jetzt machen. Wir wissen, wie die Schnellschnapper ins große Tal gelangt sind. Wir müssen die anderen warnen. Aber was ist, wenn sie sauer auf uns sind? Ich denke, das Risiko müssen wir eingehen. Warum denn nicht gleich in die Höhle gekommen, Littlefoot? Das kann ich dir sagen, Petri. Als ich gesehen habe, wie Klaue die Bäume abgebrochen hat, da hatte ich eine Idee. Ein toller Grund, gefressen zu werden. Wir können einfach Bäume benutzen, um Chomper und Ducky zu retten. Ach, immer noch kein guter Grund, gefressen zu werden. Was ich bin. Wenn ich raten würde, würde ich raten, ein Dino mit Bauchschmerzen. Ach, was du nicht sagst, Lilliput. Mein Name ist Littlefoot. Na und? Ich bin Red, der tapfere Retter, der Held der Herde, der Schafzahnangsteinjager. Der Held der Herde? Der Schafzahnangsteinjager? Die Schafzähne, die wir gesehen haben, haben nicht mal Angst vor Feuersteinen, Erdrütteln oder rauchenden Bergen. Geschweige denn vor kleinen Langhälsen. Aber vor mir schon. Baumsterne! 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 Hey, Freunde, von dem vielen Rufen habe ich Durst bekommen. Hey, warum habe ich da nicht schon früher dran gedacht? Klettern wir auf den Ausguckfelsen. Großvater hat gesagt, von da oben kann man das ganze große Tal sehen. Ich fasse es einfach nicht, dass Ellie ihm diese frechen Lügengeschichten abkauft. Wir waren ihre Freunde. Das ist nicht fein. Er kann nicht ihr Freund sein. Wie gemein. Alles ist nur frei erfunden. Und ich glaub ihm kein Wort. Er will mutig sein. Jagd Schafzähnen Angst ein. Kann nicht sein. Er fällt vor Furcht in den Modderdreck. Seinen Schwanz, den klemmt er ein und rennt weg. Was er erzählt, das stimmt doch. Er lügt sie an und sie glaubt dran. Wir brauchen einen Plan. Das noch Himmelswasser. Jetzt kann ich sowieso nicht mehr einschlafen. Die schmecken super. Autsch. Irgendwas Schlimmes passiert? Nein, alles bestens. Weiter geht's. Littlefoot, du läufst irgendwie anders als sonst. Keine Sorge, es geht schon. Wir würden uns keine Sorgen machen, wenn wir wüssten, worüber wir uns nicht sorgen sollen. Ich bin auf einen Erdstachel getreten. Oh nein, nein, nein! Es tut wirklich nicht sehr weh. Aber wenn Petri das rausfindet... Dann wird er denken, dass das Unglück für das Unglück verantwortlich ist. Littlefoot! Auf ihn! Wir müssen Chomper retten!
Wir können die Herde nicht stoppen. Oh nein, nein, nein. Wir müssen es versuchen. Flieg hoch und halt Ausschau, wo sie hinlaufen. Oh, oh. Da, er rennt weg. So, jetzt haben wir ihn. Schnappt ihn euch! Nah bei die große Steinwand. Gut, dann nichts wie hin. Der Schafzahn? Davon habe ich ja noch nie gehört. Ein Schafzahn? Das ist ja noch nie. Er ist ein Schafzahn. Wen interessiert, ob er spricht? Der muss ja weg. Uns bleibt nichts anderes übrig. Älteste! Warte! Jumper ist unser Freund. Er lebt hier. Er könnte nie jemandem wehtun. Aber er hat euch doch gejagt. Ihr habt um Hilfe gerufen. Sie wollten mir nur zeigen, dass Retts Geschichten bloß Märchen sind. Was soll denn das bedeuten? Er hat erzählt, dass er seine Herde vor vielen Schafzähnen gerettet hat, bevor wir ihn getroffen haben. Rett, komm mal her. Großvater, ist alles in Ordnung mit dir? Naja, ich bin nur traurig wegen Saro. Er ist verletzt und verärgert. Ich wollte ihm wirklich nicht wehtun. Früher dachte ich, er und ich, wir würden immer zusammen Geschichten erzählen. Ach, aber das ist wirklich schon sehr lange her. Ich weiß noch, wie es früher war. Alles war noch ganz wunderbar. Man merkt nicht, wie die Zeit vergeht. Doch irgendwann ist es zu spät. Ich denke dran zurück, erinnere mich ans große Glück. Und auch wenn es mal traurig war, ich denke auch daran zurück. Ich erinnere mich, ja. Ich hoffte immer, Saro würde eines Tages der Geschichtenerzähler werden. Er kennt alle Geschichten genauso gut wie ich. Warum sagst du es ihm nicht? Ich bin nie dazu gekommen. Und jetzt ist Saro zu verärgert, um mir zuzuhören. Das ist eine traurige Sache. Und ehrlich gesagt, vergesse ich langsam die alten Langhalsgeschichten. Die Langhalsgeschichten dürfen nicht verloren gehen. Ich muss Saro finden.
Oh oh. Sarus Fußabdrücke führen ins geheimnisvolle Jenseits. Wer ist das? Komm raus da! Ich habe keine Angst vor dir. Warum solltest du vor mir Angst haben? Oh, Chomper. Ich dachte, dass... was machst du hier? Ich bin dir gefolgt. Und was machst du? Ich folge Sarus Fußabdrücken. Ich muss ihn wieder zurückholen. Großvater möchte, dass er der neue Geschichtenerzähler wird. Wow, du brauchst dringend meine Schnuffelnase. Dann findest du ihn ganz schnell. Ellie? Davon ist sie! Ellie! Littlefoot! Sarah! Super, dass du wieder zurück bist. Hey, ich hab dich so vermisst. Ich hab dich auch vermisst, Ellie. Wir haben uns lange nicht gesehen. Oh ja. Und, wie geht's dir? Hast du viel erlebt? Wollen wir Fangen spielen oder Wasserspritzen an einer Wasserstelle? Oder vielleicht verstecken? Egal, was du willst, wir spielen es. Stimmt's, Littlefoot? Ja, genau. Los, komm! Ellie! Was ist denn, Ellie? Komm schon! Hey, Ellie! Eigentlich habe ich einen neuen Freund, mit dem ich spiele. Das geht klar. Der kann auch mitkommen. Ich glaube nicht, dass Red das will. Hm? Er will nicht mit uns spielen?